Servus zusammen. Im heutigen Video haben wir mal wieder ein richtig schönes und feines Paket bekommen von LED-Aquaristik. Aber sei gespannt, was drin ist. Viel Spaß! Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Natürlich, was da heute fehlen darf bei so einem Video, wir packen das Ganze jetzt gemeinsam aus und schauen mal, was da so drinnen ist. Natürlich wie gewohnt immer sehr gut verpackt das Ganze. Einmal, was mal wieder das neben mich stellen. Damit ihr auch seht, was ich da mache. Zweimal. Dreimal. Natürlich, was nicht fehlen darf, ist der schöne Katalog. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir kriegen ja jetzt mal Kataloge mit und wir haben selber bloß einen einzigen, weil einige Kumpels und Kollegen von mir fragen immer, hey, kann ich mal einen Katalog haben? Und deswegen ist es immer gut, wenn man mal einen wieder parat hat daheim, dass wenn einer fragt, der einen braucht, einen haben kann. So, Müll wieder auf die Seite. Wo fangen wir an? Wir fangen mal an zum Erklären, was da alles liegt, glaube ich. Als allererstes haben wir zweimal einen Fuß. Da kommen wir gleich zu sprechen. Ich lege das mal alles jetzt daher. Dann haben wir einen Transformator für den Strom. So. Dann haben wir einmal ein kleines Paket mit Schrauben. Und in den kleinen eingepackten Paket haben wir zwei Reflektorblenden. So. Und dann kommen wir zum Halsstück von dem Ganzen. Denn es ist eine Aqualumix. Der eine oder andere hat sicher schon das Video gesehen vor kurzer Zeit, wo wir gemacht haben, vor der Aqualumix für unser großes Voodoo-Becken, wo unsere zwei Oscars drin rumschwimmen. Und wir waren von der Lampe so begeistert, dass wir gesagt haben, hey, sollen wir nochmal ein cooles Video drüber machen, denn wir hätten diese Lampe gern auf unserem Pflanzenaquarium da oben. Das kennt ihr ja sicher auch schon, dass wir vor kurzem gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, hey, passt, wir machen das. Und für uns ist es natürlich super, weil wir können euch jetzt berichten, wie das Ganze wirklich mit einem, wirklich, wir sagen mal, viel bewachsenen Aquarium verhaltet. Aber wir holen sie mal raus. Ich schaue jetzt mal, ob ich sie rauskriege, weil die ist da ziemlich gut verpackt da drinnen. Ist verklebt und da oben ist es so festgetackert, denn ich möchte die Verpackung dann aufheben, weil ich die so cool finde. So, jetzt schauen wir, wie ich das rauskriege. Ich brauche eine kleine Zange oder irgendwas, dass ich das da
rausziehen kann, die Klammern. Meine Frau ist nett und hat mir jetzt eine gegeben. Sieh, so funktioniert es doch einwandfrei. Schaut es das an. Zack. Zack. Die letzte. Die gehen wir daher. Und schon können wir unsere schöne Aqua Lumix Lampe rausholen. Sieht man das da? Sehr gut, dann lassen wir das mal so stehen. Denn ich erzähle euch jetzt mal, was wir da für eine haben. Und zwar ist das ja eine Aqua Lumix. Das ist die Freshwater in 34 cm. Man sieht schon, die ist etwas kleiner wie die andere, was wir haben. Ich werde das mal rausholen. So, wir holen sie mal ganz raus. Damit ihr euch das alles perfekt zeigen kann. Vorsichtig, dass wir nichts kaputt machen. Wenn ihr das wieder seht, das Ding ist so edel. Und schaut euch das an. Wer das, ich muss das schnell vom Thema abweichen, wer das Video von der letzten Aqua Lumix gesehen hat, sogar diese kleine Lampe hat Anschlüsse für eine Wasserkühlung. Und das finde ich halt schon mal richtig, richtig edel und mega. So, zurück zur Lampe. Bei uns wird es eine Aufsatzleuchte, wie man da schon gesehen hat, mit diesen zwei Halterungen. Das heißt, wir stellen das Ganze wirklich nur aufs Aquarium drauf. Das kann man auf der Seite einfach ganz leicht einschieben. So, und somit könnt ihr das dann auch individuell auf euer Aquarium anpassen, das Ganze. Ich schiebe die zweite auch noch kurz rein. Machen es so, ist besser. So, und ihr seht, man kann das rechts und links wirklich individuell verschieben. So, damit ihr das für euer Aquarium perfekt anpassen könnt. Dazu haben wir natürlich zwei Reflektorblenden, weil erstens finde ich sie mega, mega edel. Schon alleinig mit der Einleserung da drinnen. Und was ich sie schon nochmal nützlicher finde, ist, damit das Ganze nicht so blendet, weil es doch eher auf der höheren Seite ist und mir da immer filmen, ist jetzt wieder für mich positiv und das würde euch dann hinten im Hintergrund stören, weil es natürlich die ganze Zeit blendet. Das ist der nächste Grund. Und der allerbeste Grund ist natürlich, dass sie mit diesen Reflektorblenden, man sieht das schon, ich hole da mal eine so eine Schutzfolie runter, wie das Ganze reflektiert und blendet. Und durch das habt ihr wirklich im kompletten Aquarium das perfekte Licht. Nicht nur vorne und hinten, sondern jetzt auch überall wegen den Reflektorblenden, wenn ich es falsch ausdrücke, weil ich sagen wollte, nicht nur in der Mitte, sondern auch im Hintergrund und im Vordergrund, weil diese Reflektorblenden euch das Licht da hinleiten. So, jetzt habe ich es draußen. Zur Lampe selber. Die Lampe hat 102 LEDs. Ihr seht das wieder drauf. Ich filme das nachher wieder im Detail. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, ja, pass mal auf, Kumpel. Wie steuerst du das Ganze an? Jetzt kommen wir zu diesem Thema mit der Ansteuerung. Und zwar haben wir vor kurzem oder vor längerer Zeit, schon kann man sagen, eine LED Lampe bekommen von LED-Aquaristik für unser Meerwasserbecken, für unser Ablegebecken. Und dadurch, dass das Ablegebecken jetzt unten ist und das andere oben ist und wir die Steuerung bekommen haben, die Sunriser 8, können wir jetzt diese zwei Becken auf eine Steuerung legen.
und haben somit eine Steuerung frei. Und diese Steuerung verwenden wir bei dieser Lampe. Und ja, ich würde sagen, ich filme das Ganze im Detail. Wir bauen das Ganze zusammen, stellen es aufs Aquarium. Ich filme euch da, wie die Lampe drauf ausschaut und wie das Licht ist. Und dann quatschen wir mal drüber. Viel Spaß dabei.
hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wer genaueres über diese Lampe, also noch mehr im Detail Sachen wissen möchte, ich verlinke das Video hinten, da könnt ihr das genauer anschauen, denn wir haben vor kurzem uns gemacht und da haben wir wirklich alles zu 100% detailliert erklärt. Unser Feedback, ganz persönlich und privat. Es ist einer der geilsten Lampen, die wir je gehabt haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist faszinierend, was du aus so einem Aquarium nur mit Licht rausholen kannst. Man denkt sich so schon, ja geil, die Pflanzen sind grün, die Pflanzen sind schön saftig, aber wenn man so eine professionelle und edle und perfekte Lampe draufbaut, dann werdet ihr erstmal sehen, was man sowas machen kann. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Aquarium jetzt entwickelt mit dem neuen Licht, wie alles anfängt zum Wachsen. Aber wenn ihr Bock habt, können wir mal in einem Monat oder zwei ein Review machen und euch mal erklären und erzählen und zeigen natürlich, wie sich die Lampe und das ganze die ganzen Pflanzen im Aquarium entwickelt haben. Wenn ihr was wissen wollt und sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare, nachher werden wir das auf jeden Fall machen. Ich kann jedem das empfehlen, wirklich, wenn er sowas haben möchte und etwas Edles und auch etwas haben möchte, was zu 100% funktioniert, dann sollte auf jeden Fall auf die Seite schauen für LED-Aquaristik und sich von denen beraten lassen, weil meiner Meinung nach Preis-Leistung einwandfrei und perfekt. Und ja, wir sind schon wieder am Ende. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, teilen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.